Laufen, schauen, hören und weiterlaufen. Immer weiter. Wer pilgert, hat das Ziel vor Augen. Aber irgendwann wird der Weg wichtiger. Wir verändern einem das Pilgern und das Draussensein in der Natur. Warum machen wir uns immer wieder auf den Weg? Herzlich willkommen zu der dritten Etappe unseres spirituellen Wegs. Wir sind unterwegs auf der Via Francigena, das mal von Semmeris bis auf den grossen St. Bernhard. Ich habe hier übernachtet in der Pilgerherberg der Abtei Semmeris. Mein Weg, wir schauen mal auf die Karte, führt mich hier durch das Rhonetal darauf, nach Martini, dort wo die Rhone so ein Knie macht, über Orsia bis auf den grossen St. Bernhard. Das sind über 2000 Höhenmeter. Die Via Francigena ist einer der ältesten Pilgerwege überhaupt in Europa und führt von Canterbury bis auf Rom. Genau in der Mitte liegt Semmeris, benannt nach dem heiligen Mauritius. Die Abtei von Semmeris ist das älteste Kloster vom ganzen Orbitland, das ununterbrochen bewohnt ist. Sie ist im Jahr 515 gegründet worden. Und da trifft jetzt gerade Pater Thomas Röder, er ist der Chefökonom von dem Kloster. So, darf ich Ihnen einen Kaffee einschenken? Wunderbar, nichts Besseres als ein Kaffee. Ganz heiß, frisch aus der Maschine. Sehr schön, und einen Schluck Milch dazu. Haben Sie gut geschlafen? Sehr gut. Sie sind der Chefökonom hier, das heißt, Sie kümmern sich auch um die Pilger, um das leibliche Wohl. Das leibliche Wohl der Pilger ist mir ein großes Anliegen. Es genügt nicht, einfach nur ein Bett zur Verfügung zu stellen, sondern die Pilgerinnen und Pilger auch mit einem gemütlichen Frühstück, das wir gemeinsam nehmen, willkommen zu heißen, was dann auch die Möglichkeit bietet zu einem gemeinsamen Austausch. Ja, eben, die Welt kommt dann zu Ihnen, da erfahren Sie einen Haufen Dinge, oder? Das ist sehr richtig. Deswegen macht mir das auch sehr viel Freude, der Empfang von Gästen, von Pilgerinnen und Pilgern. Und die Leute, die herkommen, die haben keine Berührungsängste? Ich meine, die übernachten hier im Kloster und dann Ordensleute und so? Nein, also Berührungsängste gibt es keine. Es ist vielfach ein Erstaunen festzustellen bei den Pilgerinnen und Pilgern, weil es für viele doch das erste Mal ist in ihrem Leben, dass sie in einem Kloster übernachten können, dass sie in einem Kloster frühstücken und dass auch ein Mitglied der Ordensgemeinschaft mit dabei ist beim Frühstück. Warum machen sich die Menschen eigentlich auf den Weg? Die Beweggründe für das Pilgern heutzutage, die sind sehr unterschiedlich. Im Vergleich zu früher, man startete eine Wallfahrt aufgrund eines Gelöbnisses, eines Danks oder auch als Buße. Es war im Mittelalter sogar interessanterweise so, dass der gesamte Nachlass geregelt werden musste, weil das Reisen früher sehr gefährlich war, sodass also nicht sicher war, dass man zurückkam. Viele hofften sogar am Zielort sterben zu können, um dann möglichst nahe am Grab der Heiligen beigesetzt werden zu können. Bei den Verträgen für den Nachlass gab es auch immer eine Art Rückkaufklausel, wenn also die Rückkehr doch gelingen konnte. Das ist ja wahnsinnig spannend. Das heißt, die Leute sind früher dann am Ende ihres Lebens auf Pilgerreise gegangen. Heute geht es mehr um die Glückssuche. Es ist, glaube ich, mehr eine Ich-Suche. Während man früher eher zu einem Ort unterwegs war, ist man heute mehr unterwegs zu sich selbst, zum eigenen Ich. Wie finden Sie jetzt das? Es ist ein interessanter Wandel, der auch ein wenig den Wandel der Zeit insgesamt widerspiegelt. Viele Menschen heute sind gestresst, sind eng eingebunden in einen Arbeitsablauf. Und da geht das eigene Ich, auch das Wohlbefinden, etwas verloren. Und da ist also gerade die Wallfahrt, also in eine Richtung ziehen, in diesem Sinne, man zieht zum eigenen Ich, auch eine gewisse Berechtigung, um wieder zu sich selbst zu finden, aufzutanken, Kraft zu tanken und so einen neuen Weg auch gestärkt beginnen zu können.
Die Abtei, so wie sie heute da steht, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Sehr lauschig hier. Pilger züchtet es aber schon sehr viel länger nach Semmeris oder nach Acaunus, wie es unter den Römern geheissen hat. Weit über Semmeris aus bekannt ist der Klosterschatz, einer der wichtigsten in ganz Europa. Den will ich jetzt natürlich sehen. Mittelalterliche Goldschmiedekunst hauptsächlich. Eines der markantesten Stücke ist dieser Reliquienschrein aus dem Jahr 1225. Eine erste Kirche wurde hier am Fuß der Felswand schon im Jahr 380 errichtet. Und aufgrund dieser Kirche gründete dann König Sigismund, dessen Darstellung Sie hier oben im linken Bildfeld sehen, das Kloster. Sie sehen hier symbolisch, dass Sigismund seine Krone an Mauritius überreicht, um eben zu zeigen, dass er bereit ist, das Kloster zu gründen. Dieser heilige Mauritius, ein Christ, ein Soldat aus Nordafrika, kommt her. Ist das eine Art erster Pilger hier? Man kann das sicher so sehen. Ich meine, er kam als Soldat hier an, hat aber dann seinen Glaubensweg hier auch in der Art fortgesetzt, dass er sich nicht durch einen kaiserlichen Befehl von seiner Glaubensüberzeugung hat abbringen lassen. So war also für ihn, für seine Orientierung in seinem Leben, der Glaube an Jesus Christus. Und so wurde er und seine Gefährten zum Glaubenszeugen. Und dieses Zeugnis setzen wir als Abtei Semmeris bis heute seit 15 Jahrhunderten fort. Der heilige Mauritius gehörte zur Thebäischen Legion. Dazu werden auch Felix und Regula, die Heiligen in Zürich, auch Ursus in Solothurn gezählt. Ist eigentlich die Schweiz von Christen aus Nordafrika christianisiert worden? In gewisser Weise ja, weil die natürlich als lebendige Glaubenszeugen bis heute von entscheidender Bedeutung sind. Man kann aber davon ausgehen, dass bereits auch andere Christen schon hier am Ort waren. Allerdings ist natürlich das Glaubenszeugnis durch die Märtyrer bis heute aussagekräftig und auch ein Symbol für uns heute. Denn heute ist es unsere Aufgabe, Zeugen für unseren Glauben zu sein. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dafür sein Leben hinzugeben, aber bereits sein Leben dafür einzusetzen und zu sagen, ich bin Christin, ich bin Christ, ist ein Glaubenszeugnis, das unsere Zeit heute sicher gebrauchen kann. My army is moving again because the sky is in love. Anateram eternam, because the sky is in love. My heart is beating again because the sky is alive. Angelicam eternam. Das ist Laurence Röwe und ihres Lied heißt Immortal, also unsterblich. Das passt zu dem Ort, wo der Mauritius und seine Soldaten geköpft worden sind. Passiert sei das auf einem Feld vor der Stadt, so die Legende. Darum steht heute an diesem Ort die Kirche von Verolier. Die Laurence begleitet mich ein Stück auf meinem Weg und nimmt mich mit in ihre Kindheit. Il y a beaucoup de mémoire ou de fantasme d'enfance. Ich habe viele Erinnerungen aus der Kindheit, die mit der Abtei Semmeris verbunden sind. In der Schule hat man uns erzählt, dass Hannibal mit seinen Elefanten hier durchgekommen sei. Das hat mich träumen lassen. Und das war wohl der Anfang meiner Beziehung zu Afrika, die sich in meiner Musik widerspiegelt, in den afrikanischen Rhythmen. Der heilige Mauritius hatte dunkle Haut, aber das hat man uns nicht so gerne erzählt. Und man hat ihn lange auch als Weißen dargestellt. Genau, der heilige Mauritius ist ein Afrikaner. Was heißt das für Sie? Das heißt, dass das Wallis und generell Orte, wo man hinpilgert, offene Orte sind.
Es sind Treffpunkte, wo Menschen sich begegnen und dann weiterziehen. Ich glaube auch, dass Berge und Pässe dazu da sind, dass wir hinaufsteigen, um zu sehen, was dahinter ist. Das mache ich auch in meiner Musik. Ich versuche, anderen Kulturen zu begegnen, ohne dass ich meine eigene Identität aufgebe. So kann ich selber Orte schaffen, wo man sich begegnen kann, statt immer nur die Unterschiede zu betonen. Sind Sie eine spirituelle Frau? Also, ich weiß nicht, ob ich mich als spirituell bezeichnen würde. Ich denke, ich habe eine starke Verbindung zum Heiligen. Das stammt noch aus meiner Kindheit. Ich mag Leute, die ihr Haus öffnen und nicht die Türen schließen. Vor dem Eingeschlossensein habe ich Angst, auch vor falsch verstandenen Traditionen. Aber ja, Orte mit offenen Türen wie Saint-Maurice sind wichtig für mich. Ich habe also einen starken Bezug zum Heiligen, aber ich weiß, dass es nichts Persönlicheres gibt als den Glauben, den man anderen nicht aufdrängen sollte. Ja gut, Pilgerweg steht auch allen offen. Gehen wir noch ein Stück. Mit Vergnügen. Salut, Pepe! Bonjour. Au revoir. Oh, mais t'es jolie, toi. Grand cher. Laurence Revet hat den Hannibal mit seinen Elefanten erwähnt. Die Geschichte ist zwar nicht wahr, aber es bleibt eine gute Geschichte. Genauso wie die Geschichte, dass alle Walliser von den Sarazenen abstammen sollen. Was aber stimmt, ist, dass da schon immer Leute durchgezogen sind. Das Wallis ist ein Transitland. In ein paar Stunden ist man in Italien, in Deutschland oder im Fall von Laurence in Antwerpen, ihrem nächsten Ziel. Ups. Voilà! Louis, je suis prête. On y va. Let's go. Kurz vor Martini verlässt der Weg das Rhonetal und führt an einer Felswand mit einer mächtigen Burg entlang durch La Batia, ein Aussenquartier von Martini. Hier steht eine interessante Kapelle, Notre-Dame de Compassion. Als einziges Gebäude hat sie das Hochwasser im Jahr 1818 heil überstanden. Das Tal bildet hier ein richtiges Nadelöhr. Ein Wunder, dass die Kapelle all die Jahre verschont geblieben ist. Von jetzt an geht es nur noch rauf. 2000 Höhenmeter bis auf den Pass. Wenn auch unter Pilger verpönt, ausnahmsweise nehme ich mal den Zug. Veränderung kann ich wollen, darum bin ich ja unterwegs. Und unterwegs sein, das ist auf jeden Fall gut und ein erster Schritt zum Ziel. Aber was ist eigentlich das Ziel, wenn ich am Ziel bin? Brauche ich überhaupt ein Ziel? Ist nicht genau das Problem, dass wir ständig ein Ziel brauchen, statt einfach zu sein? Prochain arrêt. Next stop. Orsières. Gare terminus de ce train. Voilà. Noch ist es nicht so weit. Ich bin zu Orsières und habe ein paar Kilometer gewonnen. Aber es sind noch immer 1600 Höhenmeter bis auf den Pass. Jetzt brauche ich zuerst einmal ein Bier. Bonsoir. Une pression, s'il vous plaît. Pression, oui. Haben wir ein Bier aus der Region? Ja, wir haben ein Saint Bernard aus dem Austertal. Hatten Sie einen schönen Tag? Ja, bis jetzt ist gut gegangen. Haben da viele Pilger, die vorbeikommen? Ja, ziemlich viel. Was heisst ziemlich viel? Ja, es gibt mehr Pilger als früher. Nehmen Sie zu. In den letzten Jahren ja. Von Frühling bis Herbst haben wir Leute, die auf der Via Francigena unterwegs sind. Sie kommen aus Martigny, wandern bis Orsières und schlafen dann bei uns. Orsières ist ja der letzte größere Ort, wo man vor dem Pass übernachten kann. Vor dem Pass, genau.
Und machen ihr gute Erfahrungen mit den Pilgern? Was sind das so für Leute? Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die den Weg aus purer Freude am Wandern machen. Bei anderen steht eher die Spiritualität im Vordergrund. Es geht nicht nur um Sport. Nein, überhaupt nicht. Viele machen die Route in Etappen. Aber wir hatten auch schon einige, die den ganzen Weg von Canterbury bis Rom wanderten, in 2-3 Monaten. Erstaunlich ist, dass wir derzeit mehr Touristen haben, die von weiter her kommen, als etwa aus der Schweiz oder aus Frankreich. Stefanie Scholle hat es gesagt, es gibt immer mehr Pilger. Einer von denen trifft ich zufällig, den Marc Vanloo aus Belgien. Er pilgert nicht mit dem Zug, sondern mit dem Velo. Er ist auf dem Weg nach Aosta, dort wartet seine Familie. Haben Sie den ganzen Weg mit dem Velo gemacht? Verteilt auf mehrere Jahre, ja. Und das mal? Diesmal mache ich Tournon-les-Bains in Frankreich bis Aosta in Italien. Dieses kleine Stück fehlt mir noch. Dann habe ich den ganzen Weg bis Rom gemacht. Die Alpen? Genau, die Alpen. Der große St. Bernhard? Genau. Dann haben Sie es jetzt gleich geschafft. Ja, in 15 Kilometern bin ich oben. Ist das für Sie auch ein spiritueller Weg? Ja, selbstverständlich. In welchem Sinn? Der Weg reinigt mich. Die kleinen Dinge, über die ich mir oft den Kopf zerbreche. Wenn man diesen Weg macht, so sagt man, verschwinden die kleinen Dinge. Was gestern noch ein Problem war, ist morgen keines mehr. Genau, das ist auch meine Erfahrung. Das Problem wäre kleiner. Manchmal verschwinden sie auch ganz. Und dann diese Dörfer hier. Orsières zum Beispiel, sie sind ein bisschen vergessen. Der Kern ist immer sehr schön, die Seele ist noch vorhanden. Und man freut sich an den Blumen, man nimmt sich Zeit. Und wenn man es einmal gemacht hat, man wird aufmerksamer. Genau so ist es. Die erste Passstrasse ist vor fast 2000 Jahren gebaut worden. Verkehr hat es hier also schon immer gegeben. Zum Glück führt die Via Francigena nicht immer der Hauptstrasse entlang, sondern zum Beispiel über Bourg-Saint-Pierre. Dort wartet der Erno Grand aus Susten-Bileuc auf mich. Seit er pensioniert ist, macht er jedes Jahr einen Pilgerweg. Bourg-Saint-Pierre. Buon Camino, ich bin Merci, Erno. Norbert. Sie sind jetzt ein Profi-Pilger. Bist du auf Rom gelaufen? Ich bin bis auf Rom gelaufen, von Orsier bis Rom. Ja, bin ich. Und begleite mich jetzt ein Stück. He? Ja. Sie sind von Orsier von hier bis auf Rom gelaufen. In wie vielen Tagen? Ich bin 28 Tage bin ich unterwegs. Das ist schnell, ja. Und 2 Tage davon bin ich nicht gelaufen, da musste ich erholen. Ja. Und wie war es, in Rom anzukommen nach so einer Zeit? Rom es ist herrlich. In Rom anzukommen, muss es geschafft. In der Basilika, in dem Dom, es war wunderbar. Der erste Moment war es wirklich. Befreiung. Und was war eigentlich der Grund oder die Motivation, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt die Via Francigena? Ich habe schon mehrere Wege gemacht so, und dann vor 3 Jahren ist es das heilige Jahr gewesen, und ich habe das zum Anlass genommen, diesen Weg zu machen. Also auch ein spiritueller Weg? Ist auch ein spiritueller Weg, aber eben unterwegs hat man dann gesehen, man kommt so zu sich und das ist ein Erlebnis, wo man nicht
wo wirklich in sich geht. Was ja viele suchen, oder? So ein Erlebnis. Das suche man euch. Ja. Man wird still. Man sieht die Natur. Und es ist eine Erfahrung, die wirklich jeder sollte mal in seinem Leben machen. Jetzt trifft man etwa eine Pilgerin, einen Pilger. Hat es spezielle Begegnungen gegeben? Sehr spezielle Begegnungen gegeben. Ich habe Leute getroffen, die ich gesehen habe. Und ich habe nie nach niemals nach dem Namen gefragt. Nie nach der Telefonnummer, nicht. Sondern für jeden ist mir begegnet als ein weißes Blatt. Und dann haben wir das im Gespräch ist das beschrieben worden. Und ich habe mir das eigene Bild gemacht von der Person. Und dann war es so, dass ich abends zu ist ein Blatt ist viel zu gross war. Selbst wenn ich grosse Buchstaben gebraucht habe. Und dann andere Begegnungen waren so intensiv, dass vollgeschrieben war. Und ich kann eine Begegnung vielleicht erzählen von einer Begegnung, die man einfach nur verstehen kann, wenn man so einen Weg macht. Ich habe eine Person getroffen, auf 30 Sekunden lang. Es ist eine Begegnung, die ich mein Leben nie mehr vergessen habe. Es war, als ob die Person ihr Leben mir vor die Füße ausbreitet würde. In 30 Sekunden? In 30 Sekunden. Sind Sie als anderer Mensch zurückgekommen? Das ist die grosse Frage. Klar, wenn man ankommt, dann sieht man das. Aber ich glaube, die normale Umwelt die hat einen sehr rasch wieder. Man kommt wieder in den alten Trab. Vielleicht haben wir eine Richtung geändert, ganz wenig. Aber es ist sehr schwer, wenn man die Wanderung oder den Pilgerweg fertig hat. Der Alltag hat einem schnell wieder, sagt der Erno Grand. Der alltägliche Trott und die Veränderungen, die Gedanken gehen mir noch nach. Wir haben es schon immer so gemacht. Darum lassen wir es am besten so, wie es ist. Ja, wir lassen es gerne beim Alten. Aber wenn wir genau hinschauen, dann merken wir, dass das Leben gar nicht stillsteht. Das Leben ist immer in Bewegung. Alles Gute. Alles Gute. Ja, alles Gute. Ja, schön. Mach's gut. Das ist interessant. Draußen in der Natur hat man einfach eine andere Perspektive als daheim. Ich weiss noch, als ich im Jura war und am Genfersee, habe ich die hohen Berge gesehen und dachte, oi, dort muss ich rauf. Ich habe den ersten Schritt gemacht, jetzt bin ich schon fast oben. Das kommt mir so vor, wie manchmal im Alltag so ein Berg von Arbeit oder etwas, das mich beschäftigt oder irgendein Problem. Ich gehe es an, mache den ersten Schritt. Das relativiert sich, das Problem wird kleiner. Es ist vielleicht wirklich eine Frage der Perspektive. So, das ist jetzt der Pass. Der grosse St. Bernhard. Fast 2500 Meter über Meer. Ja, wo sind jetzt die Hunde?
Bonsoir. Norbert, ich mache die Via Francigena und suche die Hunde. Ja, aber Vorsicht, der hier ist nicht sehr freundlich. Voilà. Die anderen aber schon. Ja, wir kommen gerade vom Spaziergang zurück. Kann ich da rein? Sie müssen sich an die Rezeption wenden. Ah, verstanden. Merci, Madame. Gut, ich bin ja nicht wegen den Hunden hier, sondern wegen dem Hospiz. Seit fast 1000 Jahren hat es hier oben Augustiner Chorherren. Man kann kommen, wenn man will, und es ist immer jemand da. Eine schöne Tradition. Ich habe mit dem Frédéric Gaillard abgemacht, einem der vier permanenten Bewohner des Hospiz. Ich möchte unbedingt die Wetterstation sehen. Da sammeln nämlich die Chorherren seit 200 Jahren jeden Tag Daten zum Wetter und zum Klima. Und das ist einmalig im ganzen Alpenraum. Hier gibt es ein altes Barometer im Millibar. Und wir sehen, es ist seit dem Mittag gestiegen. Und hier notieren wir seit dem 14. September 1817 jeden Tag die Art, also Regen, Schnee oder Graupel und die Menge des Niederschlags. Und so sehen wir, wie das Wetter ist. Den Regenmesser haben Sie ja gesehen, aber wir messen auch den Schnee. Und das geht so. Man misst die gefallene Schneemenge, lässt sie abschmelzen und gießt das Wasser in ein Reagenzglas. Ein Millimeter entspricht einem Liter pro Quadratmeter. Unser Tee ist gut gezuckert. Ich hoffe, das geht. Na ja, das wird mir gut tun. Wir sind immer hier. Seit 1000 Jahren empfangen die Chorherren des großen St. Bernhard hier ihre Gäste. Und ein paar Laien helfen uns dabei. Vom Jahr 1045 bis zur heutigen Zeit, ununterbrochen. Sie wohnen also da im Sommer und im Winter? Ja. Aber im Winter, das sind ihr dann ganz allein? Ganz und gar nicht. Aber manchmal eingeschneit. Klar, manchmal sind wir eingeschneit. Die Via Francigena erholt sich etwas im Winter. Dann kann man nur mit Tourenski oder Schneeschuhen und Winterausrüstung zu uns kommen. Aber es gibt sehr viele Leute, die das machen. Sie machen Touren in der Region und kommen zu uns essen. Zwischen 11 und 14 Uhr ist unser Refektorium oft komplett ausgebucht. Und wir haben 60 Plätze. Okay. Sogar im Winter? Vor allem im Winter. Oft mehr als im Sommer. Merci vielmals für den herzlichen Empfang. Und jetzt gehe ich noch einen Moment in die Krypta vom Hospiz. Auch die ist fast 1000 Jahre alt. Und da geht mir mein ganzer Pilgerweg nochmal durch den Kopf und durchs Herz. Die Stille, die Meditation haben eine Wirkung auf meine Seele. Genauso wie das Pilgern. Ja, ich habe einfach eine innere Ruhe gefunden. Natur, das Draussensein hier in den Bergen. Aber auch in diesen Wäldern, an diesen Seen vorher, das tut mir einfach gut, das gefällt mir. Auch die Begegnungen mit spirituellen Menschen haben mich sehr beeindruckt. Die haben so ein inneres Feuer, eine Tiefe, auch so eine Ruhe, die sie ausstrahlen. Manchmal braucht es so eine Auszeit wie auf so einem Pilgerweg wie jetzt. Aber ich möchte eigentlich die Erfahrungen reinnehmen in meinen Alltag, in meinem Beruf. Ich freue mich drauf.